Grüßt euch. So, grüßt euch. Servus, grüßt euch. Oh, hat sich schon länger da. Ich habe in den vergangenen 12 Jahren als Bürgermeister sehr positive Erfahrungen mit den Bürgern gemacht, weil wenn man mit dem Bürger ehrlich umgeht, dann merkt der Bürger und spürt der Bürger das und dieses Vertrauen und diese Ehrlichkeit kommt auch wieder zurück. Servus, ich bin der Dreier Peter und meine Heimat liegt mir am Herzen. In der Kommunalpolitik, speziell als Bürgermeister, hat man natürlich Möglichkeiten zu gestalten und seine Heimatgemeinde gestalten zu dürfen, das ist eine wunderbare Sache. Ja, der Freistaat wollte diese Ortsumgehung nicht bauen. Wir haben dann von der Gemeinde das Zepter in die Hand genommen und so für unsere Bürger eine wesentliche Verkehrsberuhigung in Weinstephan gebracht und für Hohentanner, Rottenburger Bürger eine Verkehrsanbindung zur Stadt Landshut und zum Flughafen geschaffen. Teamgeist, Kameradschaft und Geselligkeit. Das bringt alles der Fußball mit. Das sind die besten Voraussetzungen für die Kommunalpolitik. Normal fliege ich dann auf und hol ihn raus. Ja, da sind wir jetzt an der Schule. Ja, da bin ich auch zur Schule gegangen. In dem Schulgebäude und das alte Schulhaus gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt noch eine Grundschule. Hallo Mädels, grüßt euch. Hallo. Hallo. Und ihr wart's schon. Und heute habt ihr Zumba oder habt ihr Gymnastik? Zumba. 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 Ja, ja gut. Gymnastik ist immer am Mittwoch. Alle Besorgungen, Winterspeck. Meinst du, dass ich da auch mitmachen kann? Bestimmt. Mit Winterspeck. Mein Winterspeck. Servus Robert. Hey Peter, grüß dich. Servus. Wie geht's? Gut. Gut. Du, super. Kannst du dich noch erinnern, vor 12 Jahren, wie wir gekämpft haben gegen den aufstiegsberechtigten Spielbetrieb? Ja, ich kann mich noch ganz klar erinnern. Warst du Vorstand, ich war Schriftführer. War eine super Sache. War ganz entscheidend für die ganzen Amateurfußball in ganz Niederbayern. Du weißt, Bayern hat es komplett durch, außer Niederbayern. Außer Niederbayern. Unter deiner Führung haben sich die Vereine im Prinzip gewehrt und haben damit verhindert, dass B- und C-Klassen eingeführt worden sind. Und das war für jeden kleinen Verein wie uns war das typisch. Die Verwaltungsfachausbildung, 12 Jahre Erfahrung als Bürgermeister, meine Erfahrung als Bürgermeistersprecher und stellvertretender Landrat, das sind für mich jetzt ein Fundament, um eben die nächste Stufe der kommunalen Ebene anzustreben. Ja, ich möchte gern Landrat des Landkreises Landshut werden. Dafür bewerbe ich mich. Ich möchte mehr bewegen für meine Heimat, nicht nur für meine Gemeinde, sondern für den gesamten Landkreis. Und deshalb werbe ich um Ihre Stimme am 16. März 2014. Ihr Peter Dreier. Heimat ist Gemeinde, Heimat ist Landkreis, Heimat ist Niederbayern und Bayern.